Wir schreiben das Jahr 2055. Harry G. hat endlich den letzten Gast aus Bayern vergrault. Sie fixt euch doch früh alle 30 Minuten der Bus käme. Na, ohne Gäste lohnt sich der Bus hier nicht mehr. Ich hab doch das nicht so gemeint damals. Sollen wir mal zurückschauen? Jetzt bestellt der Preisenzipfel ein Opatzen, bitte. Es heißt Opatzen und jetzt verzirkt's euch. Dabei arbeiten über eine halbe Million Menschen im bayerischen Tourismus. Und ohne Gäste fällt der Großteil dieser Arbeitsplätze weg. Und viele Wirtshäuser. Ich mein, weil ich das einmal gesagt hab. Einmal? Nix mit Kaiserblick. Ständig steht da einer im Weg. Fantastisch. Das gibt's bei uns nicht. Drum knipsen sie alle wie die Narrischen, statt dass sie es genießen. Und jetzt schleicht die. Eins, zwei, drei. Toll, Harry. Was denkst denn, wie das alles finanziert und gepflegt wird? Durch dich? Der Tourismus spült jedes Jahr mehrere Milliarden in die Gemeindekassen und sorgt auch für gepflegte Rad- und Wanderwege. Ohne Gäste keine Wege. Herrgott, nirgendwo kannst du es dir mal gut gelassen. Das hast du doch auch kaputt gemacht. Moment einmal. Nix als Preisen mit einer quengelnden Schratzen da. Schleicht's euch, dann bin ich wenigstens allein. Ich sag's nur, ohne Gäste kein großes Freizeitangebot. Die geben jährlich rund 48 Milliarden in Bayern aus. Ohne sie lohnen sich Thermen in Kurorten nicht. Und wir hätten niemanden mehr, der hier die Griffe anschraubt. Ja gut, aber für diese Idylle ist man ja nur noch unter der Woche allein. Du weißt, was ohne Gäste passiert, Harry. Ja, ist ja gut. Zu spät. Nein! Herr G.? Herr G.! Träumt schon vom Urlaub? Seien Sie mir nicht böse. Ich glaube, ich bleib daheim. Das ist für alle das Beste. Aber wenn Sie mal ein Angebot für Bayern suchen oder über den Tellerrand blicken wollen, ich bin immer für Sie da. Ihre Stimme? Toll, ohne Gäste, ich sag's nur. Arbeiten Sie? Ich arbeite erst seit kurzem da. Toller Job? Das glaube ich. Servus.